Nüchakwai besteht aus zwei chinesischen Essstäbchen. Das kommt von den Nüchako, die Bruce Lee so gerne mochte. In unserer Gesellschaft gibt es ein Gesetz, wenn man jetzt Techniken lernt, wie man mit einem Messer umgeht oder Nüchako, dann kann man das eigentlich nie verwenden. Und wenn man sie versucht zu verwenden, dann kann man gegen das Gesetz verstoßen und man wird Ärger bekommen. Ja, für sein Vergnügen kann man das lernen, aber wenn man es nie wirklich verwenden kann, dann verliert man Zeit damit. In unserer Zeit geht es mehr darum, seine Gesundheit zu verbessern in mentaler und körperlicher Hinsicht, um besser zu leben. Und meiner Meinung nach ist das das Wichtigste heutzutage.